Eins, zwei. Jetzt habe ich eine Dose Rasierschaum. Erstmal schön schütteln, Freunde. Yo, Freunde, was geht? Hier ist euer Johnny Hunt und heute gibt es einen zweiten Teil mit dem Samurai-Schwert. Der erste Teil hat euch ja übertrieben gut gefallen. Auf jeden Fall werden wir gleich anfangen und versuchen, 10 Flaschen damit durchzuschneiden. Ich bin schon gespannt, ob das was wird. Aber bevor es losgeht, gehen heute mal wieder liebe Grüße raus. Und zwar an Vanessa Werner, Maria Weinott, Stony, Skis-Giraffe und Edward Ed. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, hinterlasst einfach einen netten Kommentar. Und ich würde mal sagen, ab geht die Post. So, Freunde, alle 10 Flaschen stehen bereit. Ganz ehrlich, denke ich, dass das Samurai-Schwert durch alle 10 Flaschen kommen wird. Was meint ihr? Schreibt mir euren Tipp in die Kommentare. Ich bin schon gespannt und ich würde mal sagen, ich lasse euch nicht länger warten. Schmeckt das gut? Ja. Okay. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber auf jeden Fall hatte ich hier am Anfang noch so einen richtig guten Schnitt. Dann ging es immer tiefer und plötzlich, ich glaube, das lag irgendwie am Wasser, hat es mich voll nach unten gezogen und ich bin hier in diese Platte rein und das Schwert hat da jetzt auch so eine Delle drin. Also ich weiß echt nicht, wie das passieren konnte, aber auf jeden Fall haben wir hier, wie es aussieht, 8 Flaschen durchgeschnitten, oder? Oder, nee, 7 waren es. 7 Flaschen. Ich denke mal, wenn ich hier nicht runtergekommen wäre und an diesem Teil nicht hängen geblieben wäre, wären das locker 10 Flaschen. Aber naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit 10 Dosen Papa Shisha. Okay, kurze Planänderung. Mein Freund, der möchte auch mal was mit dem Samurai-Schwert durchschneiden und deswegen machen wir jetzt die restlichen Flaschen kaputt. Los geht's. Okay, Freunde, jetzt geht's wirklich weiter. 10 Dosen Papa Shisha. Ich bin gespannt, ob ich da gerade durchkommen werde. Ich denke, das Samurai-Schwert wird damit keine Probleme haben. Eher ich. Aber naja, wir werden es gleich sehen. 1, 2. Das war nice. Hier riecht alles nach Papa Shisha, Freunde. Auf jeden Fall durch alle 10 Dosen gekommen und zum Glück bin ich nicht abgerutscht oder so. Das war auf jeden Fall richtig nice. Ich kann euch mal zeigen, was vorhin mit dem Samurai-Schwert passiert ist. Ich denke, man sieht es, die Klinge ist da ein bisschen beschädigt, aber nicht so schlimm. Jetzt werde ich mal versuchen, durch ein Sack Mehl. Da bin ich mal gespannt, ob das funktionieren wird. Peace. 1, 2. Das war ja nichts, ey. Wow, Mehl war gar kein Problem. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Jetzt probieren wir es mal mit Zucker aus. 4 Packungen habe ich hier. Und Freunde, wenn ihr noch einen Teil sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt mir in die Kommentare, was ich beim dritten Teil alles durchschneiden soll. Xing Shang Shong. Auch ohne Probleme durchgeschnitten. Das sah richtig geil aus. Der da stand sogar noch kurz da und dann ist er umgefallen, wie einfach so ein Haus, was gesprengt wird. Ich räume das ein bisschen jetzt auf und dann machen wir mit dem nächsten Kandidaten weiter. Letztes Mal hat sich jemand eine Chipsdose gewünscht. Hier habe ich eine und ganz ehrlich, das wird
gar kein Problem sein. Ja, Chips waren auch kein Problem. Übelste Sauerei, muss ich dann erstmal aufräumen. Jetzt habe ich eine Dose Rasierschaum. Erstmal schön schütteln, Freunde. Und ich denke, das wird eine nice Explosion geben. Auf jeden Fall ziehe ich mir eine Schutzbrille an. Ihr wisst, Safety first. Lasst uns beginnen. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, aber da muss ich jetzt durch. Oh, Alter, was geht denn, ey? Okay, das war gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall bin ich schön vollgespritzt. Falls jemand von euch eine Rasur braucht, kann er sich gerne bei mir melden. Oh Mann, Freunde, schaut euch diese Sauerei an. Das sieht gar nicht gut aus. Und hört ihr diese Hintergrundmusik? Ja, was soll ich dazu noch sagen? Wenn ihr noch einen dritten Teil sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Hier könnt ihr euch noch zwei coole Videos anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!